Hallo liebe Freunde, hallo liebe Triabi-Freunde und liebe Freunde des Indoor-Cycling. Heute begeben wir uns auf die abenteuerliche Reise des Fahrens im Wohnzimmer. Dazu werde ich zum einen dieses Produkt hier hinten, das ich schon mal hier ausgepackt habe, vergleichen mit welches ich die letzten 3 Jahre gefahren bin. Dazu will ich auch die verschiedenen Softwaren, die man mit diesem Produkt benutzen kann, kurz vorstellen und testen. Im Zuge meines Low-Budget-Projekts habe ich nämlich viele der kostenlosen Testversionen, die man mit diesem Produkt erhält, getestet und bin zu einem Ergebnis gekommen. Aber jetzt erstmal der Vergleich. Kurz die Grunddaten: Der Hookkicker Snap kostet aktuell bei Enjoy Your Bike 549 Euro. Es ist ein Smart Trainer, das heißt, er wird elektronisch gesteuert. Wattmessung ist dabei, nur das Fahrrad ist nicht dabei. Und dafür ist aber für die 40 Euro hier schon das Fahrrad dabei. Kurz die Grunddaten zu diesem Gerät: Es gibt keinen aktuellen Kaufpreis. Ich habe ihn für 40 Euro bei eBay Kleinanzeigen erstanden. Keine Wattmessung, keine elektronische Steuerung, sondern alles funktioniert über diesen schönen Schaltknauf hier. Bei mir steht er eigentlich immer auf 9. Auch wenn es hier nur bis zur 8 geht. Also erster klarer Vorteil des Wahoo Kicker Snap. Hier schön zu erkennen. Er blinkt. Hier bei diesem Produkt klar zu erkennen, nichts blinkt. Klarer Vorteil aber bei diesem Gerät hier ist, dass man sein eigenes Fahrrad benutzen kann, während man bei dem Heimtrainer das mitgelieferte Fahrrad benutzen muss. Weiterer Vorteil ist, dass man mit diesem Gerät verschiedene Programme zum Fahren nutzen kann. Getestet habe ich Zwift, Trainer Road, Be Cool und das Sufferfest. Ja, um es kurz zu machen, ich fasse es hier einfach mal Trainer Road und The Sufferfest zusammen. Man wählt dann aus verschiedenen Workouts einfach aus. Bei Trainer Road sieht man dann einfach irgendwelche Grafiken auf dem Handy oder auf dem Laptop, so wie diese hier ungefähr. Das sieht aber The Sufferfest. Wer wissen will, wie das jetzt bei Trainer Road genau aussieht, guckt einfach mal bei YouTube rein und sieht dann halt die Balken. Man hat jetzt aber keine richtige Visualisierung wie bei den anderen. Also Trainer Road ist mich deswegen schon ausgefallen und ausgeschieden, weil man einfach nur irgendwelche Balken die ganze Zeit sieht. Hier bei The Sufferfest hingegen bekommt man dann zu dem jeweiligen Workout auch noch ein Video, wo irgendein verdammt dünner Mensch, der offensichtlich Radfahrer ist und den wahrscheinlich jeder kennt außer mir, Videos fährt und der kommentiert die auch und erzählt, was man so macht. Und nebenbei läuft halt immer die Aufgabe ab oder man sieht, welchen Wattwert man fahren muss und so weiter. Das Ganze erinnert dann irgendwie an einen Film oder an eine Doku, aber hat jetzt mit dem, was man selber auf dem Fahrrad macht, nichts zu tun. Deswegen habe ich ja nach dreimal oder zweimal Fahren dann auch relativ schnell mit dem Sufferfest abgeschlossen. Jetzt habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ja. Ja, Zwift habe ich schon mal in meinem FTP-Video kurz vorgestellt. Da geht es einfach darum, da fährt man genau das, was man auf der Rolle macht, auch auf dem Bildschirm. Der Mensch, der da tritt, der macht eben genau das, was du auch machst. Ja, eigentlich genau dasselbe Prinzip folgt auch Be Cool, also B-K-O-O-L. Die vermarkten gleichzeitig auch noch ihre eigenen Smart Trainer. Und wie gesagt, dasselbe Konzept wie bei Zwift, das heißt, man fährt einfach auf dem Smart Trainer so, wie man eben auf dem Bildschirm fährt. Sind da Berge, wird es schwerer, geht es bergab, wird es leichter. Das alles kann man ein- und ausstellen. Jedoch, wie man hier gerade gesehen hat, fährt man bei Be Cool eigentlich fast immer alleine, weil kaum jemand mit einem zusammen trainiert. Alle sind bei Zwift. Jetzt habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ja. Zurück aber zum Vergleich von Heimtrainer und Smarttrainer. Hier schön zu erkennen, wie mobil man mit dem Heimtrainer ist. Man kann ihn überall hin mitnehmen. Ist nicht etwa an die Steckdose gebunden, wie das beim Smarttrainer der Fall ist. Kann ja einfach umschalten. Zack, einfach angreifen und mitnehmen. So einfach geht's.
Und das Allerbeste ist, bei schönem Wetter kann man ganz einfach auch draußen im Garten fahren. Aber nicht nur im Garten, sondern auch draußen auf der Straße ist der Heimtrainer zu gebrauchen. Wir sehen hier wunderbar. Aber man kann sich natürlich ebenso gut die Straße mit anderen Fahrradfahrern teilen. Oder wenn kein Verkehr ist, auch einfach alleine auf der Straße radeln. Dem gegenübergestellt, der Wahoo-Kicker Snap steht einfach nur rum und blinkt. Was ist nun also mein Fazit beim Vergleich Heimtrainer versus Wahoo-Kicker Snap? Also alle Anwendungen, die ich getestet habe, sind bei mir durchgefallen. Sie kosten Geld, verbrauchen Strom, sie kosten Geld, machen dafür mäßig Spaß. Und es ist immer ein bisschen mehr umständlich, die zu installieren, updaten, verbinden und so weiter. Zwift hat gerade seine Preise erhöht. Alle anderen Anwendungen kosten so 10 Dollar im Monat. Zwift kostet jetzt bereits 15 Dollar im Monat. So macht man sich Freunde. Zum direkten Vergleich der beiden Indoor-Cycling-Geräte kann ich sagen, ist ein knappes Rennen. Im Endeffekt gewinnt der Wahoo-Kicker Snap aufgrund der eingebauten Leistungsmessung. Da kann man doch relativ viel mit anstellen. Auch wenn der Preis um über das Zehnfache höher ist und das Gerät vielleicht nicht so flexibel und mobil ist wie so ein Heimtrainer. Bei der Lautstärke nehmen sich beide nichts, beide sind relativ leise und der Wahoo-Kicker Snap wirkt auch ein bisschen stabiler als der Heimtrainer. Aber ganz entscheidend für mich und meine Oberschenkel ist, dass Stufe 8 am Heimtrainer leider nicht ausreicht und ich ab und zu ein paar Stufen mehr nach oben bräuchte. Die gibt es da nicht. Beim Wahoo-Kicker Snap gibt es die, also da kann ich ordentlich reintreten und bin immer noch nicht oben angelangt. Und der letzte, aber vielleicht wirklich allerwichtigste Grund ist, ein Fahrrad im Schlafzimmer sieht immer noch besser aus als ein Heimtrainer im Schlafzimmer. Soweit von mir und meinem Test. Ich lasse euch jetzt mit der Frage zurück, wenn ich die Anwendungen Bicool, Zwift, The Suffer Fest und Trainer Road nicht nutzen kann oder sollte oder will, was soll ich dann machen? Die Frage beantworte ich dann gerne in der nächsten Woche und stelle die Sachen vor, mit denen ich mir die Zeit vertreibe, auf langen Läufen, auf langen Wahoo-Kicker-Snap-Radeinheiten, aber auch sonst manchmal einfach so zwischendurch. Danke fürs Zugucken, ich bin dankbar für Daumen hoch und ich bin dankbar für Kommentare. Und ich bin dankbar für Abonnenten. In diesem Sinne, alles Gute und Bon Vie. Jetzt habe ich mir irgendwie anders vorgestellt hier.